SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Pfingstfest und waren vielleicht sogar zukunftsoffen unterwegs. Wir in Pinnow, mein Mann und ich, wir hatten interessierte Gäste, interessiert an Literatur und an Kunst. Und ich muss sagen, ich hatte, das erzähle ich Ihnen mal kurz, mir den Max Liebermann anlässlich des 175. Geburtstages vorgenommen. Das war nämlich ein charismatischer Charakter und angesichts aktueller Ereignisse fällt mir immer wieder sein Zitat ein. Das hat er gesagt, unmittelbar nach der Machtübernahme Hitlers. Man kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Und angesichts des Ukraine-Kriegs, der immer noch tobt, fällt mir dieser Satz sehr, sehr oft ein. So, nun aber zu den Büchern, die ich Ihnen vorstellen möchte. Zuvor muss ich bekennen, dass mich der Tod des Schriftstellers Friedrich Christian Delius betroffen gemacht hat, dessen jüngstes Buch ich gerade gelesen und rezensiert hatte. Er war für mich immer ein sympathischer, stiller Mahner problematisch laufender gesellschaftlicher Entwicklungen. Für mich ist er der Autor von Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denk an mich, Rowohlt 2019, oder aber viel früher entstand schon Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, Rowohlt 1995. Mit seinem neuen Buch und letzten Buch, Die sieben Sprachen des Schweigens, möchte ich heute beginnen. Die sieben Sprachen des Schweigens. Drei beeindruckende Erzählungen enthält der Band Die sieben Sprachen des Schweigens von Friedrich Christian Delius. In der Titelgeschichte geht Delius mit Irmel Kertész bei einem Schriftstellertreffen durch die Fußgängerzone von Jena. Sie könnten sich unterhalten, kennen und schätzen sich, doch sie schweigen. Warum? Der feinfühlige Delius ahnt, dass Kertész, der als Nobelpreisträger, Jude und KZ-Überlebender überall herumgereicht wird, nicht ständig auf dieses bekannte Thema reduziert werden möchte. Delius erkennt, dass Kertész lieber schweigt. Es ist ein einverständiges Schweigen in der Schillerstadt. Delius weiß, dass der SS-Mann und Eichmann-Stellvertreter, der Kertész damals ins KZ beförderte, noch lange in der Bundesrepublik als Drogist leben konnte. Delius hätte sein Entsetzen über die Behandlung der Budapester Juden zum Ausdruck bringen können. Aber er will ihn mit seinen Erinnerungen nicht wieder in den KZ-Abgrund stürzen. An diesen deutschen Mörder mit dem Rasierwasser wollte er ihn nicht erinnern. Weil Delius schweigen konnte, war Kertész überhaupt in der Lage, mit ihm eine Strecke durch Jena zu gehen. Delius seziert die Augenblicke dieser Viertelstunde durch Jena. Während seiner Überlegungen über das Schweigen porträtiert der Erzähler sich selbst mit bemerkenswerter Offenheit. Wir erfahren von seinen eigenen Verletzungen, die ihn seit der Kindheit heimsuchen. Als Stotterer musste er oft auf das Sprechen verzichten. Er kennt die Notwendigkeit des Schweigens. Delius ist überzeugt, dass das Schweigen auch eine Art Sprache sein kann. Dabei spürt der Leser die Kritik an heute gängigen Diskussionsverhalten, wo ungebremstes Reinreden en vogue ist. Delius ist ein leiser Erzähler, sodass wir ihm unser Herz öffnen. Wir merken, warum Schweigen manchmal ehrlicher ist als Reden. Gibt es diese Weisheit noch? Ähnlich vielschichtig untersucht Delius sein und unser Leben in den Erzählungen die Jerusalemer Krawatte und die Stimmlosigkeit der Stimmbänder, den weiteren Erzählungen aus diesem Band. Delius ist ein großer Erzähler, der nun von uns gegangen ist.
Das mangelnde Licht. 826 Seiten und kein bisschen Langeweile. Was für ein Buch. Es hat mich sofort gepackt, obwohl ich Liebe, Krieg, Freundschaft, Hass, alles in rascher Folge ertragen musste. Nino Hartischvili hat nach Das achte Leben für Brilker 2014 und Die Katze und der General 2018 nun mit Das mangelnde Licht ein weiteres süchtig machendes Buch herausgebracht. Die georgisch-deutsche Autorin ist eine Meisterin im Konstruieren eines Romans. Man glaubt immer, an der Seite der zahlreichen Figuren zu sein, obwohl die Schauplätze und Zeitebenen häufig wechseln. Wir sind mit ihnen in Georgien, in Brüssel, in Deutschland. Bald am Anfang gehen wir 2019 mit der Erzählerin Keto und ihren Freundinnen Neno und Ira, alle aus der Heimatstadt Tbilisi, in eine Ausstellung. Sehen Fotos der toten, freiheitshungrigen Fotografin der Jugendfreundin Dina, auf denen alle noch als Mädchen abgebildet sind auf den Fotos. Die vier waren einmal unzertrennlich, mussten in der Zeit des Unabhängigkeitskampfes in Georgien zu Beginn der 1990er Jahre so viel Grausamkeit erleben, dass sie es kaum verarbeiten konnten. Die aufflammende Gewalt in den Wohnvierteln, der außer Kontrolle geratene Heroinkonsum, die Bandenkämpfe in den Straßen waren unvereinbar mit ihren Kindheitserlebnissen. Der junge georgische Staat stürzte ins Chaos und viele Menschen verloren ihr Leben oder ihre Existenz. Wir Leser sind Zeugen dieses Kampfes, begreifen, wie gut wir es beim Erringen unserer Wiedervereinigung dagegen hatten. Was passiert mit Freundschaft in solch einer Situation? Sprengen Tod, Verrat, Zwangsheirat die ehemalige Gemeinschaft? Kann Freundschaft so überleben? Nino Hartischvili lässt uns in Abgründe schauen und gibt trotzdem Hoffnung. Aber sie zeigt auch, wie tief die psychischen Wunden bei denen sind, die überlebten. Ein Buch, das angesichts der Ukraine-Krise, des Ukraine-Krieges, eine traurige Aktualität erlangt. Das verlorene Paradies. Abdulrazzak Gurnah, der Literaturnobelpreisträger von 2021, hat mir mit seinem Buch »Das verlorene Paradies« Einblick gewährt in die Geschichte Ostafrikas. Der Roman, auf Englisch bereits 1994 erschienen, spielt gegen Ende des 19. Jahrhunderts zuerst in Tansania, genauer auf Sansibar, wo der Autor 1948 geboren wurde. Dann folgen Schauplätze bis hinunter nach Mosambik. Der Protagonist, der 12-jährige Yusuf, wird von dem reichen arabischen Kaufmann, genannt Onkel Assis, als Sklave zum Abzahlen der Schulden seines Vaters der Familie entrissen, an den Händler verkauft. Weit entfernt von den Eltern wird er in Gesellschaft seines sogenannten Onkels eingesetzt, wo er gemeinsam mit dem 17-jährigen Khalil unbezahlt arbeitet, der auf ähnliche Art in den Besitz des Kaufmanns gelangte. Es geht Yusuf gar nicht schlecht. Er arbeitet gern im Garten des Onkels, stutzt Bäume, wässert die Pflanzen. Sklaverei darf es offiziell nicht mehr geben. Doch sie existiert. Es gibt Kindersklaverei und es gibt hier die Kolonialmacht Deutschland. Tüchtige Händler wie Assis sind längst nicht mehr die Herren im Land. Tansania ist ein Teil der deutschen Kolonie Ostafrika. Diese Europäer sind entschlossen und bei ihrem Streit um die Reichtümer der Erde werden sie uns alle zermalmen. Ein Narr, der glaubt, sie seien hier, um irgendwie etwas Gutes zu tun, heißt es in dem Buch. Der Roman verdeutlicht die multikulturellen Beziehungen der afrikanischen Stämme zu den indischen Händlern, zu arabischen Sultanen und deutschen Eroberern, sodass die Yusuf-Geschichte auch gleichzeitig eine Story über Kindersklaverei, Handelskarawanenreisen, Daseinsweisen der Menschen um 1900 ist. Das harte Leben wird beschrieben,
Brutalität nicht ausgespart. Die Entwicklung Yusufs zum Manne scheint mir angedeutet, seine Sehnsucht nach den Eltern allerdings wenig spürbar. Vor der Preisverleihung war mir Gurner unbekannt. Was Vertreibung bedeutet, weiß er. Er kam 1968 als Flüchtling von Sansibar nach England. Sein Roman liest sich leicht. Seine Sicht auf Ostafrika ist für mich interessant. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder Anregungen geben. Ich darf Sie nochmals auf unsere Veranstaltung hinweisen, auf den 91. Liste am 11. Juni um 15.30 Uhr im Campus am Ziegelsee. Unter dem Motto geht es dazu, was trieben unsere Lieben vor 90 Jahren? Ich hatte das schon mal hier angekündigt. Wir geben Einblick in das literarische Schaffen, aber auch in das Liebesleben bekannter Schriftsteller und Künstler, so wie Kurt Tucholsky und Kästner und Brecht und Mascha Kalecko und Marlene Dietrich und so weiter. Und vor der Veranstaltung kann man dort Kuchen und Kaffee oder auch Wein zu sich nehmen. Auch in der Pause können Sie das. Restkarten gibt es noch im Campusbüro. Und noch eine Ankündigung, vielleicht wollen Sie sich das eintragen. Am 23. Juli um 15.30 Uhr werden wir das Erfurter Kabarett Die Arche mit dem Programm Die deutsche Sprache ist ein Witz zu Gast haben. Das verspricht spritzige Unterhaltung. Der Ticketverkauf beginnt am 11.06. schon beim 91. Lister. Und zum Abschluss darf ich sagen, ich freue mich auf Sie bei den nächsten Buchtipps, die wir im Juli haben werden. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig. Ihre Liane Römer. SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.